Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ikarus. Wieder mit mir alleine, denn wir haben es Vormittag, die anderen sind arbeiten. Und ich habe mir ja gestern noch einen neuen Char erstellt. Level 2, die gute Christina. Und wir machen ein neues Schürfgebiet. Ich habe überlegt, wenn ich jetzt Level 2 bin, ich kann ja gar nichts hier hinten machen, weil hier hinten musst du immer übelste Sachen bauen und die ganzen Sachen kann ich noch gar nicht, weil ich gar keine Talentpunkte habe. Warum ich mir einen neuen Char mache? Weil ich den jetzt einfach mal perfekt leveln möchte. Zumindest in meinen Vorstellungen perfekt. Und deswegen, ja, fangen wir jetzt bei 0 an, also vorne. Da die anderen jetzt nicht dabei sind, muss ich, wie gesagt, Rücksicht auf die Mission nehmen. Weil, wenn ich halt hinten da irgendwie Tier 4 Sachen bauen muss, ja, wie lange soll ich da leveln und die Mission spielen? Das kann ich dann nur machen mit dem Char, wenn die anderen dabei sind, die das wiederum bauen können. Dann ist es nicht so schlimm, dass ich das nicht kann. Genau. Wir machen jetzt aber erstmal Field Test Recovery. Die habe ich sowieso noch nicht. Und legen mal los. Wir sollen Absturzstellen untersuchen. Kriegen auch nur ein bisschen Dingsbums. Das Gute ist, dass wir unsere Materialien, die wir gekauft haben, oder unsere Ausrüstung, die können wir auch für den Low-Bob-Char mitnehmen. So, da legen wir los, Leute. Christina hebt ab. Ach nee, landet. So, zack, zack. Hey, zack. Dort bitte ein rüber, das dahin und das dahin. Gleich mal ordentlich sortiert da unten. So geht das. So, untersuche Absturzstelle Alpha. Sammel die verloren gegangenen Komponenten des Prototypen. Ich gehe davon aus, wenn ich mich richtig erinnere, in der Beta waren das, waren da immer Viecher. So, die ACS were testing something in the desert. New Larkwell gear. A tool, a weapon. They're not saying. But their delivery drone hit heavy weather. Ended up scattered across half the landscape. ACS wants you to scout the wreckage, retrieve their tech, and bring it back. The crash zones are marked on your map. Some of them are pretty hard to reach, but that's where you come in. Good luck out there. Die sind schwer zu... lol, ich bin ja direkt da. Okay, das ist auf jeden Fall auch eine kleine Map, sieht man. Ich glaube, sie haben ein bisschen draus gelernt, dass man nicht mehr so Bock hat, so weit zu rennen. Weil alle Missionen, die jetzt neu dazukommen, sind nicht mehr so ewig weit verteilt, sondern eher kompakt. So, ich gehe davon aus, dass es irgendwo da ist. Wir gehen mal in die Richtung. So, und wir haben Wüste, das heißt ein bisschen schwieriger. Aber ist nicht schlimm, habe ich Bock drauf. Let's go. Ich mache ja, wie gesagt, einen neuen Char. Level 2 erst. Süße Level 2. Das Gute ist, also warum ich mich jetzt auch für Wüste entschieden habe, ist, weil wir dann die Tiere töten können. Und jeder, der schon ein bisschen Erfahrung hat in Ikarus, der weiß, dass die Tiere in der Wüste so unnormal viele XP geben. Dass man hier gut leveln kann auf jeden Fall. Darf, mich jetzt nur nicht am Anfang gleich erwischen. Das wäre... Achso, ich habe ja vor allem... Ich sammle hier, wie so ein Lobob Stöcker und Steiner. Dabei habe ich hier übelstes Werkzeug dabei. Jetzt war ich so auf mein Level 2 fixiert. So. Genau, die Tiere in der Wüste geben halt extrem viel XP und deswegen... Ja, oh Mann. Hi und Chat, wie geht's euch? Ich kann leider nicht hören, aber ich kann wenigstens lesen. Ich wünsche euch einen schönen Stream. Text muss arbeiten und nicht Stream gucken, Alter. Ah, hier gibt's aber jetzt keine... Es gibt in der Wüste doch gar keinen... Gibt's einen Ersatz für das Obst? Ich hab schon so lange jetzt keine Wüste gespielt. Gibt doch gar keinen Ersatz für Obst, oder? Wüste sieht besser aus als Schnee, findest du? Ja, finde ich auch, ehrlich gesagt. Wobei, hat beides seinen Charme. So, jetzt machen wir hier erstmal ein bisschen... Dingsbums. Sika, was gibt's denn als Ersatz in der Wüste? Kaktus? Gab's Kakteen? So, erstmal ein bisschen Oxy. Weil meine Flasche habe ich ja noch nicht. So, einmal austauschen. Einmal Pfeile bitte. So, warte mal, wir holen mal noch ein bisschen Holz. Boah, wie es halt direkt auf mich fällt.
Wie mir einfach dieser Holz-Skin, nee, dieses Holztalent fehlt, dass du es automatisch im Inventar hast. Weil ich glaube, das ist auch mal ganz interessant für die Leute auf YouTube zu sehen, was ich denn letztendlich dann mit einem neuen Char anstelle, jetzt wo ich ein bisschen mehr Erfahrung habe. Vielleicht ist das ja ganz interessant. Auch mit den Leveln. Übelst viele kommen immer im Livestream in den Chat und fragen, wo das mit dem Holz direkt in den Inventar ist. Gestern hatte der Dings gefragt, Siggi hieß er, also ich glaube Lord Helmchen auf Twitch, er hatte gefragt, wo man denn Sticks zu Holz machen kann. Das hast du im Talentbaum und irgendwo da hast du es, da kannst du es lernen. Ich habe noch zwei Punkte, ich würde mir mal eine Fackel machen und Schlafsack. So, müssen eh ein bisschen leveln, wenn es jetzt dunkel wird. Kann ich... Ja doch, in der Höhle könnte ich schlafen. Sammle 500 Holz von Bäumen. Ich habe doch in meinem Leben schon mehr jetzt Holz gesammelt als 500... Was? So, habe ich jetzt schon? Ne, habe ich noch nicht. Ach, mit dem kann ich ja auch keine Sticks umwandeln. Stimmt, da war ja was. Gerade eben sage ich es noch. Ich habe jetzt schön... Ah, guck mal, da ist das Level ab. Das heißt, ab welchem Level kann ich das? Ach so, das kann ich auch erst... Ah, da brauchst du ein Talent zu. Ah, hier siehst du übrigens das Talent dann. Holzzerkleinerung. Wo ist denn das? Ist das nicht sogar das? Ja, das ist sogar das. Aber wir gehen erstmal sowieso in den ersten Perk hier mit den Talentpunkten, weil, wie gesagt, das mit dem Holz sofort aufheben ist mir mit am wichtigsten tatsächlich. Na gut, da muss ich jetzt Sticks sammeln, Leute. Das ist ja ätzend. Wie man eigentlich beeinträchtigt ist am Anfang. So, Fasern. Gucken, kriegen wir so ein Vieh eigentlich schon down? Ey, renn doch schneller. Weiter, meine ich. Treff's nicht mal. Eieiei. Was ist denn los hier? Ah, ist halt doch was anderes mit einem Low-Level-Char. Mann, halt doch einfach still! Was sind hier gar keine Raubtiere? Wo sind denn die ganzen Hyänen und Mist und Kack und Piss? Lutsch, aber kriegt man die jetzt gar nicht mehr One-Shot down? Moin, du Survival-Profi. Hallo Stressfetzen, was geht? Herzlich willkommen im Stream. Gut, dass du Holzbogen gelernt hast. Naja, für den Notfall, wenn meiner kaputt gehen sollte oder so. Aber die blauen Punkte, die hast du sowieso genug. Also die brauche ich auch nicht, ehrlich gesagt. Also so viele. Was, wie ungewohnt das jetzt ist? Weil bei meinem anderen Char fliegt der Pfeil, der Bogen ja viel schneller und weiter und so. Was? Ist schon eine Umgewöhnung. So, erstmal Flasche auffüllen, sehr gut. Wo ist denn das Vieh jetzt hin? Oben ist noch eins. Ich hatte doch hier gerade einen angeditscht. Wir laufen erstmal zu der Stelle, ich weiß ja gar nicht. Während wir zur Stelle laufen, könnten wir ja, können wir die Sticks aufsammeln. Holz, nee, Stein haben wir sowieso genug. Aber was gab's denn jetzt in der Wüste für Ersatz? Hast du mir das geschrieben gehabt? Ich finde das halt krass, dass man, wenn man nur noch seinen krassen Char gewohnt ist, dass man dann... Guck mal, hier kriege ich aber auch keine Sticks. Sticks kriege ich nur im Wald, kann das sein? Wenn man nur noch seinen guten Char gewohnt ist, wie man sich dann wieder anstellt mit einem Low-Bob-Char. Ich gerade sehr interessant, die Erfahrung. So, Absturzstellen, schwer erreichbar, sagen die. Und ich muss die jetzt auch noch finden. Die sind bestimmt oben, irgendwo oben auf einem... auf einem Canyon, oder? Manchmal sieht man die doch auch qualmen. Qualmen die? Qualmen bestimmt. Let's go, suchen wir mal. Vor allem, ich wollte Viecher töten. Jetzt sind hier keine Viecher.
Nur diese Kack-Gazellen, die ich nicht down krieg. Headshot. Ah, ich habe keine Ausdauer. Ich suche Hyänen und Tiger und... Elefanten jetzt nicht unbedingt, aber... Das ist ein Zebra? Aber das Kleinviehzeug habe ich gesucht eigentlich. Ah, ärgerlich. Die kackkleine Gazelle ist auch weg. Mal, die müssten doch aber One-Shot sein, oder? Wie sie es genau dann duckt. Er schießt durch ihn durch, guck. Ja, die sind One-Shot, aber die geben nicht so viel, die geben nur 400 noch was. Deswegen eigentlich Hyänen und Tiger. Ah, ärgerlich. So, jetzt müssen wir das Ding suchen. Das ist ja ätzend. Voll die Schnitzeljagd. So, also festgestellt, ist eine blöde Mission zum Leveln. Weil hier nur Viecher sind, die mehr als einen Schuss aushalten. Außer Gemsen, und Gemsen lohnt sich nicht. Das Gute ist, dass Zebras... Ach Mensch. Zebras halten zwei Schüsse aus, die gehen noch. Ich weiß gar nicht, lass mal gucken, wie viel XP so ein Zebra gibt. Ob das lohnt sich trotzdem nicht, weil jedes Mal hinterherrennen ist einfach weg, ist das Zebra. Wo ist es hin? Hast du das? Das war eindeutig die Achillesferse, Leute. Ei. Schwierig. Geil. Ah, ich liebe aber diese Zeitlupenschüsse. So, wir nehmen auf jeden Fall Kohleerz mit. Der Stan. Hallo Stan. Du bist mein persönlicher Stan. Play. Hey. So, die nehmen wir schon mal mit. Ich bin zu full. Um Harz, Alter. Habe ich denn zu viel? Ich könnte mir sogar ein paar... Kann ich die schon lernen? Ja, aber... Ich hab Level 5 erst. Ich bin so low, Bob. Was schmeiß ich denn weg vor Schreck? Willst du noch ein paar normale Pfeile machen? Oh, oh. Alter, jetzt. Jetzt kommst du. Jetzt, weißt du, wo ich im Inventar bin. Die ganze Zeit sage ich, ich möchte bitte Raubtiere... Kein Problem. Messer raus und gib ihm. Messer ist auch das, was ich Anfängern immer als erstes empfehle. Eine reife Kokosnuss. Guck mal. Konsum. So. Was wiegt denn hier so viel? Ja, okay. Vielleicht 300 Holz, aber trotzdem. So, wo war denn jetzt hier die Absturzstelle? Die habe ich doch gerade gesehen. Ich habe mich aber vom Zebra ablenken lassen. Und Warzenschweine. Guck mal, jetzt kommen die so nach und nach. Kann das sein? Warte, warte, warte! Treffer. Ah, Wildschweine gehen auch klar. Weil... Guck mal, spawnen die jetzt so nach und nach? Oder was? Das könnte sein. Zika, vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. So, guck mal, haben wir schon wieder ein Level-Up gleich. Wo waren jetzt die Stelle? Die war irgendwo hier hinter dem Felsen, glaube ich. Immer noch das Gefühl, auch ohne Talentpunkt, dass man mit Bogen in der Hand schneller läuft. Ah, da oben. Da ist eins. Hä, hab ich... Ach so, die sind alle in dem Kreis, oder was? Ich hab doch gerade eins gesehen, was auf dem Boden war. Ja gut, warte mal. Ach scheiße, ich kann ja noch nichts mit dem Charakter. Fuck. Erst ab Level 5, Digi. Erst ab Level 5 gibt es dann eine Holzleiter. Ja, dann... okay, dann kloppen wir Bäume. Weil Bäume geben schnell XP.
Oder Erze. Holz habe ich erstmal genug. Dann gibt das hier auch XP? 100. Achso, das ist nur zum Aufheben. Weil ich kann ja nicht mal was bauen. Was bin ich denn für ein Lobob? Scheiße. Bob's York. Herzlich willkommen. Sjok. Bob's York. Oder so ähnlich. Ich möchte meinen hohen Char wieder haben. Okay, Leute. Überlegt euch genau, welche Missionen ihr macht. Wenn ihr euren Char neu macht. Das ist eigentlich die perfekte Mission für einen neuen Char gibt's. Kann ich euch gerne nach dem Video kurz mal zeigen. Aber wollte es jetzt auch nicht zu Low-Bob-mäßig machen. Wenn man Erfahrung hat, kann man sich ja ein bisschen Herausforderungen stellen. Hat sich nichts geändert bei den Punkten. Du hast auch immer fleißig in Chat geschrieben. Ja, stimmt, hast du, wa? Ja, okay, gucke ich gleich mal. Jetzt habe ich ein bisschen Oxy, dann schmal. Alter, wie viel Kokosnüsse habe ich denn? Eine junge Kokosnuss. Reifen die denn im Inventar oder ist das einfach Pech? So, dann wieder ein Talentpunkt. Ich gehe mal auf Gewicht. Jetzt haben wir erstmal das Level full. So, mit O. Gilt das denn hier als Erz? Gasif? Gilt das als Erz? Guck mal, das gibt auch nur 90, 60. 90, 60, 90. Aber es ist nur 30. Kann ich denn wenigstens schon Lagerfeuer? Eigentlich wäre eine Höhle nicht schlecht. Zum Schlafen. Schlafen. Wisst ihr, welche Funktion ich bei dem Spiel eigentlich noch ganz nice finden würde? So ein entweder, dass du dir was du bauen möchtest, herstellen zum Beispiel, was ich mit Rechtsklick zum Beispiel, anpappen kannst an der rechten Seite, dass du halt die Materialien siehst, die dir gerade noch fehlen. Das hat ein paar Spiele haben das. Ich finde das manchmal ganz hilfreich, wenn du gerade einen Tag hast, wo du dich nicht so konzentrieren kannst oder wenn du ja, einfach einen Spickzettel haben möchtest. Klar kann man sich das raufschreiben. Aber für faule Menschen wäre das ganz cool. Muss man ja nicht nutzen, aber kann man. So, ich brauche Level 5, Leute. Das heißt, wir müssen irgendwas erlegen. Läuft da unten rum. Ey, warte! Ey, warte! Ey, wo ist mein Pfeil hin? Im Sand vergraben. Na gut, an die auf YouTube. Ich mache nochmal kurz einen Cut. Geh mal kurz leveln. Als hätte ich das gewusst. Ich habe gerade eine Höhle gesucht, an die auf YouTube. Willkommen zurück. Ich habe eine Höhle gesucht gerade. Dija, guck mal. Dija. Oha, da kamen zweimal Schreie. Ey, was ist denn mit den Schreien? Oha. Ich glaube, der hat seine Kumpels gerufen. Holy shit. Hör mal. Warte. Kriegen das hin? Nicht aus der Ruhe bringen lassen? So. Jetzt könnt ihr kommen. Ah, Junge. Opa 1, Puma 0. Stinkst wie Puma Käfig. Mal Pfeil gleich wieder her, Junge. Ja, warte. Ey, nicht wegrennen. Was ist denn los mit euch, ihr Feigen? Sagt der auf den Stein. Hallo. Wie wenig Schaden ich jetzt eigentlich mit dem Bogen mache als Lobob. Ah, komm her. Komm, noch einer. So viele Pfeile habe ich gar nicht da. Achso, ich kann die ja mal wieder nehmen. Ja, du hängst da auch super. Das ist jetzt schön zum Leveln auf jeden Fall. Hä? Was machst denn du für einen Zirkus? Schönes Kunststück. Jawohl, gleich mal Level up. Sehr schön. So, Sheltered ist auch noch nicht voll. Ey, ich will das nicht wegschmeißen. Ich brauch's Fleisch, Junge. Welche Witze. Den Kollege Klettverschluss. Der Karte gibt es, glaube ich, 4 Höhlen. Okay, ja, ich habe ja jetzt eine. Eine reicht mir. Ging mir nur darum, dass ich jetzt mir einen Schlafsack machen kann zum Schlafen.
Und dass ich die Nacht, ja genau, also die Nacht überbrücke und der Sturm, das kommt gerade ganz gut. Das trifft sich gerade ganz gut. Und dann können wir noch ein bisschen leveln, wenn da drin Erze sind. Jetzt muss ich mal gucken, ob da drinnen noch was rumpimmelt. So, wir wollten auf jeden Fall noch... Zack. Zack. Wir müssen halt das komplette Ding noch voll. Das ist halt das Problem. Weiß noch nicht genau. Reduziert Nachteile durch Überbelastung. Ja, wir nehmen auf jeden Fall noch das Gewicht. Aber wie gesagt, den Char, den will ich jetzt mal wirklich perfekt leveln. Und ich gehe erstmal auf Holz, weil Holz brauchst du in jeder Mission. Und es ist einfach so angenehm, wenn das sofort... Fuck, mir fehlen Sticks. Feuer habe ich schon, ja. Es ist einfach so angenehm, wenn du das Holz direkt in den Inventar bekommst. Möchte ich einfach nicht missen. Und das ist mir auch wichtig, weil du es an jeder Mission am Anfang brauchst. Holz. Holz ist lebensnotwendig. So viel brauchte ich denn da jetzt? Ah, hier reicht doch. So, mit O. Ah, wir können auch Sticks jetzt herstellen. Das lerne ich auf jeden Fall auch. Das ist für den Anfang, wenn man einen Anfangsschar hat, auch ganz cool. Ja, Sticks. Wenn wir nämlich auf Herstellen gehen und Sticks herstellen. Mach gleich mal hier ein paar. 60 Stück. So, Inventar ist auch full. Hm, die Fackel bitte mal dahin. Dahin. Obwohl, machen wir auf die 5. Komm ich mit dem Finger besser rüber. So, kommen hier Viecher? Ja, kommen. Zwei nur? Ah, ne. Geh noch weiter. Oh, hör auf zu stänkern jetzt. Ich habe Joghurt im Rucksack. Eine schöne Höhle. Eine schöne Höhle. Hier haben wir auch noch ein bisschen Dingsbums. Ich werde mal hier vorne bleiben. Warte mal, ab wann fängt die Höhle an? Ja. Goodie, goodie, goodie. Dann zack, einmal hinstellen bitte. Wegen Licht und so. Perfekt. Rin, 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 rin. Oh, Alter, wie viel Fleisch habe ich denn mit? So, bisschen kalt nehme ich. Was schnarcht hier schon wieder? Irgendwas schnarcht hier. Einen Schlafsack bitte. Mal hier schön daneben. Sind Missionen erfolgreich, machen Firmen wieder plus. Also auf in deine Kapsel und willkommen auf Icarus. Das hier ist kein Spaß, das ist Überleben. Du musst deinem Instinkt vertrauen auf einen fremden Planeten.